Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. Eventuell, wir wissen es nicht, ist das jetzt der letzte Stream, denn letzte Folge waren wir zumindest im ersten Abschnitt des letzten Dungeons von Shamura, der mysteriösen Spinne. Und der hat die unangenehme Eigenschaft, Anhänger gegen mich zu wenden. Und das ist wirklich, der ist wirklich absolut kein netter Mensch da, weil die muss ich dann nämlich töten und dann muss ich die wiederbeleben. Aber wie das aussieht mit dem Schildkrötenpanzer, oh Gott, okay, und dem Hut dann drauf. So, ich habe keine Leute, die auf Missionen sind. Das kann ich so nicht stehen lassen. Schnuffelchen, du holst mal Knochen, bitte. Auf geht's. Und ebenso. Wir hatten mal eine hohe Wahrscheinlichkeit bei Knochen. 45%. Warum ist der so? Ach so, weil der Jeb Jolly ist nicht aufgestiegen. Hanano hat 81%, 81%, 82%. Ihr habt alle so, ne? Knochen scheint irgendwie. Gilda hat halt so eine niedrige, weil der, aber Nellu hat auch nur eine 81%ige, das ist halt so richtig, okay, also Asya 2, du hast 86%, das ist ganz gut, du gehst mal los, auf geht's. Okay, was möchte ich erstmal diese Folge machen? Wie gesagt, letztes Dungeon, es könnte schneller vorbei sein, als mir lieb ist. Und das will ich eigentlich. Eigentlich will ich es gar nicht. Es klingt zwar komisch, aber eigentlich will ich gar nicht, dass es vorbei ist, weil ich liebe dieses Spiel so sehr. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde es auch jetzt nicht nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen wollen. Also wenn ich es nochmal. Ich werde es wahrscheinlich privat nochmal durch mit Gilda. Gilda, geh jetzt mal pennen. Ich würde es da wahrscheinlich nochmal durchspielen, so für mich privat. Einfach nur mal zu sehen, was so die anderen Doktrinen machen und so. Ja. Aber so jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nicht mehr, hat das jetzt eigentlich schon gereicht. So, ich brauche auch noch keiner, der so eine krasse Herausforderung braucht. Was würde ich jetzt am Anfang von dem Stream hier machen? Ich würde jetzt erstmal noch nicht wieder zurück in dieses Dings gehen. Ich muss ja eh nach Amira hier für die Quest. Und habe ich hier schon Holz? Nee, aber das müsste ich mal noch einen Auftrag geben, weil ich. Also ich würde jetzt gerne ein paar Anhänger noch holen. Ich würde gerne alles an Infrastruktur noch bauen, was ich noch so freigeschalten habe. Also das war. Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt brauche, aber dass ich einfach nur so die Level 3, den Missionar auf Level 3 habe und so. Ich glaube, Dämonen habe ich schon 3 und so. Ich würde gerne außerdem noch Nebenquests eventuelle abschließen. Ne? Gerade hier letzte Folge habe ich ja was rausgefunden, nämlich dieser eine Dude, dem das Herz fehlte. Der braucht offenbar bestimmte Dämonen, oder? Oh. Ach, diese kleinen Viecher, ne? Da ist der Hammer nicht besonders gut. Oh, eine Mondhaltkessisch. Knoten an der Zunge. Mondhalskette, sehr schön. Verrückt. Das letzte Mal war es halt dieser Herzdämon. Ich glaube, es könnte dieses Mal dieser eine. Au. Mann, ey, dieses Kackdrecksvieh. Geh weg hier. Zum Glück habe ich einen Heiler-Dämon dabei. So, erstmal wieder reinkommen. Gestern ging es auch schon so los, da war ja schon nicht unbedingt auf der Höhe.
Oh lol, aber... Okay, gleich noch ein paar mehr Herzen. Ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Oh, Waffenschaden, nice. Mit dem Hammer dürften wir damit jetzt einige Gegner one-shotten. So. Ja, also das würde ich gerne noch machen. Den Rest können wir ja eh erst tun, wenn Shamura schon tot ist. Beziehungsweise, ich weiß, es ist noch eine... Okay, der Typ kommt schon gar nicht mehr selber. Gegner hinterlassen Fisch, schön. Ich weiß, dass es noch eine Höhle gibt. Ah, hier so. Beziehungsweise Höhle, also wie... Also sowas wie Soso oder dieser eine Fischertyp. Ne, ihr wisst, was ich meine. So eine Höhle, wo man auch so Schnecken, so eine Schneckenstatue finden kann und diesen Wolf wieder, der wahrscheinlich dieses Mal irgendwie drei Anhänger will. Okay, ich gehe natürlich zu dem, zum Herzdude, ne? Ach so, nee, ich hätte, na gut, ich hätte ja den Rest gehabt. Na, mal gucken. Einen Moment in der Ruhe des Sturms. So. Ist das jetzt irgendwie ein Dämon, den du brauchst dabei? Nee, ich kann aber zwei zusätzliche Herzen dafür erhalten. Achso, und jetzt komme ich da nicht mehr hin, ne? Scheiße. Schade. Okay, muss ich dann aber noch mal rein. Hab ja noch ein bisschen Zeit für die Quest. Ich weiß halt nicht, was er jetzt... Oder es ist halt wieder ein anderer, nochmal ein anderer Dämon. Also ich habe jetzt zwei dabei. Den da, den Herzdings, der eine. Und ist da nicht noch einer? Hatte ich nicht noch einen dritten? Na, die Bombe, ja. Also von denen ist es keiner. Also müsste ich eventuell nochmal den... Was gab es denn noch? Es gab den Stern noch. Ich glaube, dieses Sternchen hier. Ist schon was Nahkampfschaden erhöht? Wen gab es denn noch? Es gab und den, der Eifer sammelt. Die könnten wir noch probieren. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Er hat halt gesagt, er will sie wiedersehen. Was halt auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass er irgendwie... Also, dass es über die Capes geht. Ist da? Dass man jetzt sagt, okay, du ziehst halt das an, was seine komische Bio da mal hatte. Nein. Geh weg. Gib mir mein Herz. Na gut, brauchst du eh nicht. Vampirdolch? Nee, ich nehm die Hunde, die sind immer ganz gut. So, Katze oder Knochen? Knochen brauche ich. Hier mal wieder ein Blablabla. Mensch! Was ist denn heute los, wenn ich mal wieder jemanden wiederbeleben muss? Statue mit einem Mal zerschmettert.
Wir nehmen Totenwächter oder göttlicher Schneesturm. Totenwächter. Cooler. Also generell finde ich zwar die Hunde besser grundsätzlich, aber der hat halt eine höhere Stufe und macht dann wahrscheinlich auch mehr Schaden. Die Hunde sind ja wirklich gut gegen diese Bosse. Weil wenn der Boss da nur noch alleine drauf ist und du schießt die direkt vor ihm ab, sodass er alle fünf Dinger abkriegt. Kritische Treffer. Oh, da kommt der eine, du. Das ist die schon böse, ne? Weil ich diesen einen Sack zerstört habe. Nee, sie nicht. Geil. Ich nehme den Rest auch mal noch, ne? Und wir haben Zepar. Zepar. Hammer und weg. Bin ich denn? Ja, das hat sich auch mega intelligent, einen Giftgegner mit dem Gift anzugreifen. Aber gut, es klappt schon geil. Schon geil. Tanken. Warum nicht? Wir nehmen das Gold. Das Herz. Ich werde wahrscheinlich noch eine Stufe machen. Ich weiß ja nicht, also der Typ ist. Ob der Typ dann nochmal auftaucht? Ja, guck, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Verpiss dich. Da. Das ist zerschmettert. Okay, der Failsafe. Noch eine Karte. Gegner hinterlassen mehr Eifer. Ja, komm, Karte wird aufgedeckt. Eifer ist eigentlich wirklich kein Problem von mir. Dagegen wäre mal jetzt, also eine bessere Waffe wäre jetzt mal gut. Man sieht schon der. Oh. Nice. Man sieht schon, der Hammer macht. Produziert keine One-Shots mehr. Verliebt in meine Beleuchtung. Ja, wie gesagt, ist noch nicht ganz perfekt, aber definitiv jetzt erstmal hinreichend. Also. Was habt ihr jetzt getroffen, Alter?
Also mehr als hinreichend. So. Jetzt holen wir uns den. Das war's. Oh, wir haben einen Kraken oder eine... Nee, eine Qualle ist es ja eher, ne? Auf jeden Fall ein kleines Cutie-Patootie. So, Holz kämpfen. Da oben wäre eine Fragezeichen. Was ist denn die hier noch? Hä, warum... Warum ist da noch ein Ausrufezeichen drauf? Ich würde ganz zu dem Fragezeichen, deswegen gehe ich jetzt hier lang. Warum ist da noch ein Ausrufezeichen drauf? Oh. Gerade gesehen, auf der Karte da ist der Waffenschmied, das ist sehr nützlich. Ausgesetzt, der hat auch Waffen. Manche haben die ja auch noch. Manchmal hat er ja auch nur Flüche. Nee, er hat auch eine Axt. Das ist die Panzerhandschuhe des Sturms. Nee, die ich nehme die. Okay, nee, ich nehme die Axt. Gift-Axt. Ich werde unsere Feinde Gift und Galle schmecken lassen. Deutlich schneller und auch etwas angenehmer. Eigentlich da oben aus. Ich gucke auch nicht da hoch mehr. 5,5 rote. Na, ein halbes blaues. Ja, das passt. Damit sollten wir doch weit kommen. Mit fast 700 Gras auch. Oh lol. Göttlicher Hammer. Warum nicht? Okay. Da ist der Bannhammer hin. So. Oh, Loyalität wieder. Hey du, ich hab von dir gehört. Du bist der Anführer von diesem Kurs. Wenn du was springen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, die Loyalität eines deiner Anhänger zu erhöhen. Hm,
weiß nicht, wie war denn das? Reicht das für eine ganze? Ach nee. Das ist nur sehr, sehr hoch. So, bitte sehr, die Fröhlichkeit selbst. Okay, schade. Ich habe gedacht, vielleicht, dass wenn du den hast, dass es halt wirklich eine komplette Stufe einfach mal ist. Ah, das wäre vielleicht zu viel verlangt. Ich würde sogar gleich nochmal eins weitergehen. Einfach nur, weil es ja sein könnte, dass dieses... Ich verstehe halt nicht so ganz, wie dieses... Ich verstehe halt nicht, warum da ein Ausrufezeichen bei diesem Bruchdings ist. Also den habe ich jetzt bekommen. Das heißt, da ist die Zeit dann auch... Ne, nehme ich jetzt mal an, da ist jetzt kein Zeitlimit mehr drauf. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, die Sense. Zusätzlich halbes Herz oder ein ganzes Blaues, okay. Ja, das halbe kann man halt heilen, ne? Aber das... Tja. Das Blaue ist halt mehr, aber dafür ist es dann halt auch weg. Zeuge beraten. Alter, dass das viel Schaden macht. Das ist schon was wieder tot, aber da wird sich bestimmt gleich wieder verflüchtigen. Weil der jetzt kommt, weil er sich garantiert gleich wieder... Ja, was habe ich gesagt? Das ist halt kacke, ne? Du kommst halt... Selbst wenn du halt dich selber gut anstellst... Selbst wenn du dich halt sehr gut anstellst und ihn halt... sau viel Schaden zufügt jetzt... Haut er dann halt trotzdem einfach ab und ist dann immer mal mittendrin, oh, so eine Halskette brauche ich. Und ist halt einfach mal super, ja, ist dann halt einfach mal unverwundbar. Okay, ich gehe weiter. So, da war jetzt nämlich wieder so. Jetzt haben wir wieder so ein Essenssymbol. Jetzt ist halt die Frage. Das ist kein Quest. Kann eigentlich nur was damit zu tun haben, dass ich jetzt irgendwie doch was mit den Dämonen. Oder vielleicht sind die Dämonen ja auch in mehr als nur eine Quest. Vielleicht ist da dann dieser Schrimpmann, der dann auch sagt so, ja, hey, könnt auch einen deiner Dämonen brauchen. Halbes Herz. Nice. Hier gibt es wieder ein krankes Herz. Angriffstempo erhöht sich. Okay, nehmen wir Angriffstempo. Na, vielleicht spürt man es, weiß ich nicht.
Wo ist noch einer? Zwei hier noch, ne? Ja. Also wir werden auf jeden Fall, wenn ich wieder da bin, jemanden, glaube ich, opfern können. Da wird auch garantiert wieder jemand alt sein. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, so wirklich. So. Ich vergesse auch immer wieder ein kleines bisschen, dass ich Gegnern Schaden zufüge. Wenn ich rolle. Okay, das hat's wird geheilt. So, und jetzt schauen wir mal. Nee, ist es nicht. Also ist jetzt keine. Ist jetzt kein Ausrufezeichen mehr da. Jetzt trotzdem mal hier hin, aber wie gesagt. Das ist ja jetzt komisch. Aber dann könnte ich mich jetzt eigentlich auch wieder zurück teleportieren, oder? So. Das darf ich auch alles behalten, ne? Auch wenn ich so auf die Art und Weise zurückgehe. Ja. Okay. Gut. Nee, das war jetzt irgendwie komisch, dass da. Oder es war ein Bug irgendwie. So, Staril. Ach so, natürlich. Ich hab mich. Oh ja, ihr habt Hunger. Ich weiß schon. Okay, ich koche schon, ich bin schon am Kochen hier. Bitte immer schön die Hungrigen zuerst, ja? Ja, da wären ja einige fast im Hungertod gestorben. So, die hungrigen kleinen Biester. Oh, und ich weiß schon, wer dieses Mondamulett bekommt. Hallo, Bruce. Herzlichen Glückwunsch, kleine Fledermaus. Du musst jetzt nicht mehr nachts schlafen. Nom, 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 nom. So, ich kann hier schön, oh ja, fett Essen abgreifen. So, wir haben aber viele Erschöpfte jetzt. Hier hinten blüht auch alles herrlich. Hier nicht, setz dich pflanzen, setz dich Finger. Rohstoffe abholen. Du bist so müde, du betest schon neben dem Holzplatz. Weihen hier. Brauchen viel Gold, nämlich für die Propaganda hier auch. Ich glaube, es ist aber noch oben, ne? Also dafür, dass die alle. Dafür, dass die hier alle gerade gehungert haben. So, wir können Stufe 3 Missionar bauen. Hier habe ich eigentlich solche Steine. Steine bräuchte ich nämlich eigentlich mehr, ne?
Aber nee, Gold auch für das Rang. Fürs Rang 2 Erntetoten. Füllen. Und dann auf jeden Fall erstmal auch die Anhänger begrüßen. Ist halt schade, dass es aber auch scheinbar nur eine. Oh Gott, ich muss immer noch Zeug machen hier. Oh, Kult Mahlzeit. Kann ich das wieder rausnehmen? Ja, kann ich. Na, das wollen wir natürlich nicht, ne? Dass wir hier aus Versehen Leuten gut Mahlzeiten. Geben? Aus Versehen vor allem. Aus Versehen. So, schön essen. Ja, genau. Und aufsteigen könnt ihr auch. War denn nie vielleicht nochmal grüßen? Hey, dich kann ich nämlich, glaube ich, inspirieren, damit du auch aufsteigen kannst. Aha! Hä, sind da nicht Leute unterwegs? Nee, er ist erschöpft. Tariel können wir losschicken. Markus 2 können wir auch losschicken. Markus 2, du holst mal Knochen. Hatte ich nicht schon zwei? Also du kannst, na, das ist wegen dem Gericht gewesen, ne? Du kannst mal pennen gehen. So, wen können wir noch losschicken? Sie war doch eigentlich unterwegs. Los, hol Knochen. Schnübbelchen. Asia 2 hatte ich auch losgeschickt. Und, oh, Tariel hat noch einen glorreicher Anführer. Lass uns dein Wort. Neveth ist gemild. Gib bitte deine Zustimmung. Ja, von mir aus. Aber jetzt aktuell... Kann ich ihn zurückholen? Nee, kann ich nicht. Na gut. Dann müssen wir jetzt erstmal hier die Leute. Fionn, ja, Fionn kann er heißen. Oh ja, stimmt. Wir hatten Krebse. Den nenne ich Eugene. Ich hoffe, ihr wisst warum, ne? Falls nicht, von SpongeBob, Mr. Krabs. Sein Vorname ist Eugene. Eugene Krabs. Ich weiß zwar nicht, ob der so geschrieben wurde. Nee, ich glaube, mit noch einem zweiten E hin. Hier, Eugene. Oder? Moment. Nee, wo ist denn mein Handy? Noch hinten am Laden. Moment, das muss jetzt richtig sein. Ich tapp mal kurz raus. Nicht wundern, das Spiel pausiert jetzt gerade. Ja, wird so. So. Wird so geschrieben. So, was haben wir für Varianten? Okay, natürlich mit der Bemalung und natürlich ist Mr. Krabs rot. Wobei ich die Farbe, nee, da finde ich das ja besser. So. Okay, er ist träge, er ist ein Skeptiker und er ist ein Eiferer. Sehr schön. So, ich sehe, dass da ein Platz frei ist, deswegen kannst du anbieten. So, Tariels Kumpel Alti. Den lasse ich gleich mal so, aber Alti, du bleibst nicht so. Wir hatten noch keinen, haben wir überhaupt... Wir haben, glaube ich, noch kein Seepferdchen gehabt, ne?
Okay, dann bist du jetzt ein Seepferdchen, Gefährte. Also Gefährte, Kultist. Und du kannst von mir aus Holz hacken gehen. Such dir einfach mal irgendwas. Wir haben ja eigentlich schon genug Leute für Aufgaben. So, mehr haben wir jetzt hier nicht. Wir haben auch aktuell keine Alten, ne? Darum würde ich jetzt trotzdem mal alle zusammenrufen, eine Predigt halten. Oh, da ist gerade einer aufgestanden. Und wir können einfach mal jemanden wiederbeleben. Schön viele Anhänger hier haben. Und wir holen Ori wieder. Haha. So. Okay, können wir noch was machen? Ich würde sagen, Loyalität. Ja, komm hier. Loyalität erhöhen. Einmal Spende an die Armen. Aufgestiegen. So. Alles klar, verpisst euch. Ich hole mir hier euer Geld wieder, was ich gerade... Es hat mich, glaube ich, jetzt 25 Gold gekostet, ne? Und das ist... Oh, was? So. Hat sich instant gelohnt. Ja, du kannst auch aufsteigen. Auch, noch mehr. Erstmal nicht so aus. So. Hab ich noch was zu tun jetzt gerade hier? Da können wir weitergehen. Ich hatte ja jetzt eigentlich... Jetzt habe ich ja eine Dings Stufe 3. Ich habe den Beichtstuhl, ich habe das Tabernakel Stufe 3. Das Teil hier Stufe 3. Ah, da steckt keiner auf. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal den zweiten Abschnitt vom letzten Dungeon in Angriff nehmen. Ich werde aber definitiv immer Ausschau halten nach... So, Ori kann auf jeden Fall mitkommen. Ach, ich glaube, deswegen könnte vielleicht dieses Ausrufezeichen da gewesen sein. Da steht eben, du erbeutest bessere Heilgegenstände. Vielleicht hätte ich dort Heilgegenstände gefunden. Die sind dann eben besser. Okay, ich nehme mal Susi noch mit. Auch in der Hoffnung, dass sie dann nicht gegen mich gewandt wird, wenn ich dann jetzt wieder auf Shamura treffe. Und es war noch richtig der hier, ne? Orkus. Mal gucken. Gibt es noch einen starken Orkus hier? Und das hier ist auch noch. Payan. Beginnt er mit einem halben Geisterherz, okay? Dann mache ich ihn nicht hier auch mal noch mit. So. Okay. Oh, ich glaube, das Krokodil kann auch noch aufsteigen, ja, kann's. Nice. So, Gudi. Hier auch schön mit Steinewein. Ah, Ressourcen sind jetzt definitiv keine Probleme mehr. Ressourcenprobleme gibt es nicht mehr. Hier kann ich jetzt noch ein bisschen Gras einlagern. Wir haben ja genug. Goodie.
Chicken Neverf, ja. Kann man dann machen. Okay, den lasse ich jetzt erstmal weg. Aktuell keinen Bedarf weiter an Leuten. Oh lol. Gnadenloser Hammer, das ist sehr schön. Der kann mich kritten. Verrecke. Okay, die können ja gar nichts mit dem Hammer. Aber die Frage ist, was das Geisterherz ist. Ah, da ist er ja. Das, was ich einst war. Ich bin zwar nicht mehr weise, aber auch kein Narr. Ich weiß, dass das Ende naht. Ich kann in einer Beichte etwas Trost finden. Die Schuld lastet schwer auf meinen Schultern. Ich habe ihm die Idee des Wandels nahegebracht. Denn mein Gebiet ist das Wissen und dieses entwickelt sich stetig fort. Ein natürlicher Zustand für mich, aber für ihn höchst unnatürlich. Der Tod kann nicht rückwärts fließen. Ich war es, der veranlasste, dass er in Ketten gelegt wurde, dass er von uns Vieren in die Unterwerfung gezwungen wurde. Und so wird es auch bei dir sein. Knie nieder, Lamm. Nein. Ein Löwe in der Gestalt eines Lamms. Ich habe nichts anderes von einem Gefäß der roten Krone erwartet. Sehr gut, der Krieg ist ebenfalls mein Bereich. Ja. Die sind halt einzeln alle immer nicht so stark, aber die können in der Gruppe richtig hässlich werden, alle. Ich habe das Gefühl. Also er wird... Der Dude wird auf jeden Fall auch... Was war denn das für ein Tausendfüßler gerade? Den habe ich auch instant zukloppt. Nicht mitbekommen. Na egal. Ja, ich glaube, in der Gruppe werden die richtig fies. Oh. Kommt alle her. Kommt zu einem Palast des Wunders und der Freude, wo alles, das glänzt, Gold ist. Versprochen. Höhle des Midas, 7 Tage die Woche geöffnet. Die Höhle des Midas. Das macht dir Hoffnung, dass diese Figur daneben. Come on, na. Ein zusätzliches Herz, sehr schön.
Ja. Bombe habe ich gar nicht gesehen. Alter, das ist halt hier nicht nur mit Spinnen, ne? So, das ist ja auch so... So alter Tempel. Oh, lol, der ruft dich wieder zurück. Okay. Hab ich nicht gerechnet? Geil, dass hier einfach alles aussieht. Vor allen Dingen die vielen Toten, ne? So viele Skelette hier. In diesen jeweiligen einzelnen Gebieten müssen über die Jahre hinweg Millionen gestorben sein, glaube ich. Wenn du das mal alles zusammenrechnest. Das sind... Also der alte Glaube war definitiv kein gnädiger Glaube. Oh, lol. Riesiger Schädel. Alter. Das ist ja schon mal richtig geil. So, Essen oder noch mehr Essen? Ich werde zu dem Herztypen hoch, ne? Geh mal zum Fragezeichen. Okay. Brauche ich gar nicht. Wäre jetzt Heilung gewesen. Shamura steht also für den Krieg. Aber irgendwie auch fürs Essen. Wieder hier Spinnenviecher. Oh. Da kriegen wir ein krankes Herz. Auch sehr schön. Gerade die Großen sind definitiv kein Problem. Wenn da ist wirklich so ein ganzer Bildschirm voller rumwuselnder Gegner, ist mir da ehrlich gesagt noch eher ein Problem. Ne, Chance, bessere Truhen zu spawnen. Oh, okay, das... Das machen also diese Tausendfüßler, die wachsen, den wachsen Spikes. Haha. Okay, Nekromantenaxt, tückischer Dolch. Hm, Dolch. Weil er giftig ist. Ein Moment der Ruhe im Auge des Sturms. Okay, zwei zusätzliche Herzen, das nehme ich. Ach, das ist eine Tarotkarte, die ich... Okay. In den Tiefen ich fischen muss nach dem Herzen, das sie einst nahm aus meiner Brust.
Ein weiterer Augenblick mit ihr. Ich muss es bloß finden. Dann sehe ich sie. Also er hat gesagt, in tiefen Fischen, ne? Also müssen wir fischen. Vielleicht. Schön am Giftfahrt helfen hier. Wir nehmen Sturmbö des Todes. Obwohl das eigentlich gerade ganz gut war. Kasu, hallo! Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Wo ist Kasu? Kasu ist eine Etage tiefer. Auch nicht ändern, du warst alt. Du warst alt, ich musste dich opfern. Aber ich kann dich ja wiederholen. Shame. Ach ja, sorry, aber bei mir im Kult gibt's keine Altenheime. Ich habe einige Leute letzten Stream opfern müssen. Sind plötzlich alle alt geworden. Und dann habe ich Flashbacks an meine Arbeit bekommen. Und ich habe gedacht, oh nein, ich will die nicht alle pflegen müssen. Und dann habe ich sie alle in der Nacht umgebracht. Ich meine, ich habe hier im Spiel schon selbst meine eigene Ehefrau geopfert. Kleine Nervige. Tatort aufgedeckt, nur zwei blaue Herzen. Lol. Lebensanzeige linkt langsam erschreckender aus. Also. Und jetzt Boss-Time. Oh lol. Seefahrer. Okay, also das heißt schon mal jetzt, wir können schon mal sagen, wenn Shamura dann kommt. Der wird auch... Oh, das war's schon. Der wird auch Gift spucken können. Und eventuell hat er sogar so Stacheln. Und eine weitere Anhängerform. Und das ist... Ich glaube, das ist der Bär. Müsste der Bär sein. So, das war die zweite Stufe. Zum Glück dieses Mal kein Verrat durch, kein provozierter Verrat durch Shamura.
Okay. Die sind alle am Tanzen. Jetzt muss man ein paar Mahlzeiten. Eine Herkunft essen. Dass wir den Hunger nicht wieder so eskalieren lassen. Habe ich überhaupt noch? Ja, ich hätte theoretisch sogar noch eine übrig. Sag nicht, du bist schuld. Nein, Markus hat es geschafft. Nice. Und Asya. Auch zurück. Wir haben wieder jede Menge Knochen. Okay, Neviv soll man ja losschicken. Da. Die höchste Wahrscheinlichkeit hätte Stein. Da ich sie ja nicht verlieren will, sage ich, okay, hol Stein. Du kannst pennen gehen. Oh. Und Tari ist zufrieden. Welche Sprache ist das, Alter? Hä, was für eine Sprache? Was die hier sprechen? Keine Ahnung. Das ist so Animal Crossing-mäßige Sprache. Ja, ist halt so eine Animal Crossing Sprache, so eine... So ungefähr. So, Taril, pass mal auf, wir wollen doch nicht immer nur Gemüse essen. Du kannst mal Fleisch holen. So. Okay, ich schau mal, wie es mit den, Abklingzeiten der Rituale steht. Erstmal predigen. Oh, und wir haben zwei alte. Susa ist schon wieder alt. Nein. Was ist das für ein Fleisch? Keine Ahnung, Rindfleisch. Also es ist kein Anhängerfleisch. Nee, das ist kein Opferfleisch. Opferfleisch hat hier einen eigenen Namen. Opferfleisch heißt hier direkt Anhängerfleisch. So, Rituale. Okay, also wir haben wieder zwei alte. Oh, guck mal, ich kann wiederbeleben. Also, erstmal opfern. Nee, Quatsch, ich krieg ja Glaube durch Opferung, ne? Deswegen wäre es besser, wenn ich das nach dem Wiederbeleben mache. Okay, also. Zuerst mal wiederbeleben. So, müsste es irgendwo weiter unten sein. Da, Kasu, so. Aus der Tiefe wiedergeholt. So, und jetzt hätten wir entweder Carter oder meine Ehefrau Susa. Gut, Susa bringt mehr Kohle, also kommt meine eigene Ehefrau wieder. Vor allen Dingen gerade auch der Beste, Nummer 1. Okay, ich opfer meine Ehefrau. Scheiß auf ihr. Hey, es hieß, bis dass der Tod uns scheidet. Von der Art des Todes war nie die Rede. So. Ich würde Mandy auch opfern. Hey, wenn's du nicht mehr willst, ich bin noch Single und hätte gerne... Ach komm. Okay, du gehst auch mal pennen hier. Was, my first choice? Oh Gott, ist einer krank? Aber weswegen? Weiß nicht, warum bist du denn jetzt krank? Komm, Bettruhe. Okay, Susi. Ach so, die sind erschöpft, glaube ich, weil ich die zu Dämonen gemacht hatte. Waren ja jetzt die ganze Zeit mit mir unterwegs. Limbo, ja gut, das letzte Auge des Zeugen habe ich noch nicht. Das hier kann ich alles abenden. Gleich ist Nacht, dann ist der andere auch noch dran. Ich habe Döner gelesen, nicht Dünger. Ja genau, wir hauen hier Döner auf unsere Felder. Und dann wächst da Kebab. So,
schön wieder Steine segnen. Okay. Oh ja, stimmt, ich kann was Neues bauen. Und zwar hier, so ein Riesenschädel. Gibt's im Spiel auch das Gegenteil, so Engel oder so? Nee. Also das ist hier alles irgendwie, das ist ja alles ganz, ganz böse und furchtbar. Du hast quasi nur die Wahl zwischen böse und richtig hardcore böse. Ich könnte natürlich den wunderschönen Teich hier entfernen, stattdessen die Leute leben dann einfach bei so einem riesigen brennenden Schädel. Ja, aber ich finde den Teich zu toll mit den Dingern. Wo mache ich das Ding mal hin? Hier so ein bisschen abseits könnte man es machen. Ja, hier so in der Nähe des Friedhofs vielleicht. So. Ja, ich glaube, dieses Ding siehst du auf jeden Fall immer als erstes, egal wo es steht. Und dann kann ich behaupten, oh, ja. Du brauchst sowieso mal Schlaf, aber jetzt ist Nacht. Das heißt, alle gehen pennen, außer dieser eine, außer Bruce, die Fledermaus. So, wo ist denn unser Alter? Also einmal der hier steigt gerade auf. Wo ist denn der eine? Was? Können andere auf deine Map? Nein. Das ist ein reines Singleplayer-Spiel und ich hatte das am Anfang gedacht, dass eventuell irgendwie hier so diese Gegner hier, diese Bischöfe, dass die dich ab und zu mal angreifen, weil hier gibt es nämlich auch Gegenstände, Dekorationen, die heißen Wall. Also da oben, Moment, ich zeig's gleich mal. Oder du siehst es vielleicht schon ganz da oben bei dieser einen Farm, wo dieses Windrad sich so dreht. Hier, ne? Das heißt halt hier Holzwall. Und ich habe erst gedacht, okay, vielleicht musst du wirklich sogar irgendwie so Verteidigungen bauen und so, weil die dich angreifen. Aber nee. Das passiert tatsächlich gar nicht im Spiel. So, einmal ein bisschen Gemüse anbauen, dann haben wir noch Dünger. Kommt mal der Scheiße hinterher geflogen. So, guck mal, jetzt vorhin von der Opferung, ne? Ja, ich hätte es auch ganz gut gefunden. Guck, von der Opferung, hier habe ich jetzt Anhängerfleisch. Und damit könnte ich jetzt eine Anhängerfleischmahlzeit machen. Das würde allerdings bedeuten, dass die Anhänger. Dass die Anhänger 20 Glaube verlieren. Außerdem gibt es eine 75%ige Chance, dass jemand sofort krank wird und. Allerdings kann es auch sein, dass sich die Anhängerloyalität erhöht und dass ein Anhänger, also ein abtrünniger Anhänger, könnte eventuell sofort wieder nice werden. Das ist natürlich auch geil. So, hier, komm, ist das Fleisch deiner Freunde. Oh ja, jetzt bin ich wieder loyal. Aber was man mit dem Anhängerfleisch eigentlich macht, ist, nee, halt das hier. So, verkaufen. Theoretisch, es gäbe sogar eine Doktrin. Es hätte eine Doktrin gegeben. Oh, du hast... Bruce hat einen Job. Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg in unseren Kult gefunden und sie verfluchen unseren Lebenswandel, aber sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? Sie verfluchen unseren Lebenswandel, aber sollen wir sie willkommen heißen? Das ist so ein kleines bisschen wie so Linkspartei, hier, Herr Parteivorsitzender, ein paar Nazis wollen der Partei beitreten, was? Gut, von mir aus. Ja, Rekrutiere, okay, es ist nur einer. So, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Essen, weil die jetzt eh gleich alle aufstehen und Hunger haben.
So. Hä, wo ist denn jetzt der Dude? Achso, der ist auf dem Klo. Okay. Ih, das Klo ist voll. So. Goodie. Erstmal der eine Dude hier, der Wefa. Der kann gleich mal so bleiben. Oh, er ist zynisch und er hat Todesangst. Ich glaube, wenn ein Anhänger stirbt. Warum das schlimm ist, weiß ich nicht. Okay, ihr könnt mal beten. So, und hier haben wir unseren Abtrünnigen. Da wir ja die Bärenform freigeschalten haben, heißt du jetzt einfach mal nur Teddy. Ja, ihn haben wir jetzt, okay. Und ja, ich glaube, das ist ein Bär. So, jetzt sieht es aus wie der weiße Teddy, der an meinem Bett liegt. Zynisch, Materialist und erzeugt schneller Hingabe, ja, nice. Ist aber leider eben jetzt instant abtrünnig. Aber, Sekunde. Dir gebe ich jetzt erstmal was. Nee, da kann ich gerade nichts geben. Aber ich habe da was. Wenn ich es machen kann. Ja. Ich habe nämlich das Gericht hier. Die tolle Mischmahlzeit aus Fisch, Fleisch und Gemüse. 100% Chance, dass ein abtrünniger Anhänger sich instant wieder einreiht. Halt, muss natürlich noch kochen. Ich glaube, das dürfte der jetzt sogar direkt... Ja, jetzt kommt er nämlich angerannt. Ist die... Und zack, alles wieder gut. Und du darfst sogar dank dieses Amuletts doppelt so lange liegen wie alle anderen. So. Sammle die Belohnung von Bruce ein. Ja. Ja, ich weiß, dass ich es geschafft habe. Ich bin der beste Anführer aller Zeiten. Das müsstest du noch auch. Also, das ist down. Dann direkt wieder einen neuen bauen, sonst haben die doch ja alle keine Arbeitsplätze mehr und dann fliegt mir die Gesellschaft um die Ohren. Wie es Robert Habeck neulich mal gesagt hat. Na komm, ich wollte doch keine Politik ansprechen. Einmal das so und direkt die verbesserte. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt mich ein kleines bisschen. Hallo? Man kann verbesserte Gebäude erst bauen, wenn man die niedrigeren Stufen gebaut hat. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So. Nein, Asia 2. Noch eine, die alt geworden ist. So, nun. Hier wäre noch ein bisschen Gold. Das wiederum finde ich nice, wenn du einmal alle Verbesserungen freigeschalten hast, sammelst du keine Hingabe mehr, sondern du sammelst halt nur noch Kohle ein. Oh Gott, hier ist das Ding. So. Was könnte ich immer noch tun? Bringe Plimbo. Ach so, ja, stimmt, haha. Von wegen Frage, was könnte ich tun? Ich versuche irgendwie das Ende des Spiels hinauszuzögern. Das macht mir einfach zu viel Spaß. Ich will nicht, dass es schon vorbei ist. Die Midas-Höhle. Und du musst dann Midas sein. Was bist du denn für ein Vieh? Willkommen, willkommen. Seht her, wir haben einen Besucher. Die geschmolzenen Goldstatuen können lachen. Okay. Oh, hört auf zu lachen. Unser Gast mag nicht viel hermachen, aber nicht alles, was Gold ist, glänzt. Mein lieber neuer Freund, die Höhle des Midas bedient eine ganz bestimmte Klientel. Wenn du die erforderlichen Voraussetzungen erfüllst, willkommen, falls nicht.
Nun bitte sieh dich um. Du bist mein Gast hier. Stöbere ruhig ein wenig herum. Solltest du Fragen haben, ist Midas dir gerne behilflich. Gibt es da ein Ende? Ja. Also theoretisch. Man kann zwar nach dem Ende unendlich lange weiterspielen, aber da kannst du dann halt nur noch deinen Kult weiter ausbauen. So. Aber das eigentliche Spiel ist dann zu Ende, ja. Kann ich das alles mitnehmen? Eieieiei. So, was haben wir denn hier? Spinnensäule. Spinnenwall. Stärker als Stein. Spinnenfackel. Ja, die Spinnensäule. Na gut, ich hab genug Kohle für alles, also. Einfach mal alles kaufen. Außer vielleicht den Spinnenball. So. Spinnenfackel. Hier dreht sich halt alles so ein kleines bisschen darum, habe ich so das Gefühl, dass so einfache Leute für höhere Zwecke, also oder zumindest für das, was andere als höhere Zwecke ansehen, einfach geopfert werden können, ne? Wie der Dude hier einfach seine Leute offensichtlich mit flüssigem Gold überzogen hat. Stoffelchen, Hallöchen, hallo, hallo, guten Abend, schön, dass du deinen Weg wieder hergefunden hast, wie geht's? Hinterlasse bei einem Treffer schwarzen Ikor, okay. Eigentlich will ich ja gar nicht getroffen werden, aber gut. Wirst du mit Herzen wieder erweckt, wenn du stirbst? Achso, mit einem Herz wahrscheinlich, meinen die. Die Leichen deiner Gegner explodieren. Oh, dafür brauche ich 10. Die Leichen deiner Gegner explodieren. Oh, okay, das nehmen wir mit. Mein Rücken schon wieder. So, ich suche hier noch etwas. Da. Das waren alle 4 Spinnenstatuen und... Da kennt sie nicht, die Spinnen mit dem Häuschen auf dem Rücken. Guck mal, sieh doch 1A nach einer Spinne aus, oder? Ja. Ausverkauft, finde alle Anhängerformen. Achso, weil ich alle habe, oder was? Also das hier, jetzt habe ich die Schnecke. Achso, die habe ich schon alle. Das waren schon alle in der Seidenwiege. Ey, das ist ja eine Mogelpackung hier. Guck mal, Düsterholz, Anura und Ankertiefen hatten alle so viele und hier die Seidenwiege nur die paar. Okay, dann wäre aber noch die Frage. Ich habe halt, also ich weiß, wie ich den Wolf kriege. Ich weiß aber nicht, wie ich das Axolotl und das Sterndings kriege. Was? Anhänger opfern. Tut mir leid, Asia 2, aber ja, du bist halt leider alt. Okay, wunderbar. Ja, viel besser. Ich habe noch ein paar mehr davon, falls du mir helfen willst, meine Sammlung zu vergrößern. Ja, ich warte dann lieber erstmal noch, bis ein paar Leute noch alt werden. So, hier könnte ich jetzt noch... Wo ist denn hier? Hier ist der Wolf. Hallo, Wölfchen. Kleines Lamm, spürst du es? Wir stehen am Scheideweg und das wird das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. So hat es die Dunkelheit bestimmt. Ein letztes Geschäft. Ich werde dir etwas geben, das begehrter ist als alles andere in dieser oder der nächsten Welt.
Etwas, für das Menschen kämpfen und getötet haben. Für das sie ihren Verstand verloren haben und es wird dir gehören. Im Austausch will ich nur eines. Ratau. Die Ratte ist alt und niemandem mehr von Nutzen, weder dir noch irgendjemandem sonst. Gib Ratau's Tod eine Bedeutung. Nein. Ich habe begonnen, dich zu mögen, kleines Lamm, darum werde ich deine Weigerung nicht als die Beleidigung betrachten, die sie ist. Okay. Alles klar. Ich dachte dann, das letzte Mal hat er mir nämlich die Möglichkeit gegeben, ob ich von mir selber Leben opfern will oder zwei Anhänger. Okay, gut. Ich mach's. Du bist es. Nein, nein, warte, Lamm. Traue diesem Mörder nicht. Entschuldigung, geht manchmal ein bisschen mit mir durch. Kleines Lamm, wahrlich eine Bestie nach meinem Geschmack, obwohl es den Anschein hat, als wären wir von völlig unterschiedlicher Abstammung, so sind wir doch engstens verwandt. Und da unsere Abmachung eingehalten wurde, erlaube mir eine faire Gegenleistung zu erbringen. Ich gebe dir Folgendes, das Geschenk der Klarheit. Du weißt ganz genau, was für eine Kreatur du bist. Du solltest dich glücklich schätzen. Viele verbringen ihr ganzes erbärmliches Leben, ohne auch nur einmal solch eine göttliche Wahrheit zu erfahren. Leb wohl, kleines Lamm. Ich hätte nie erwartet, in diesem Leben noch einen anderen wie mich zu treffen. Mögen deine Opfer dich nähren, wie sie mich genährt haben. Und möge die Nacht stets in deiner Nähe sein. Und wir bekommen den Wolfsanhänger. Nur deswegen habe ich das gemacht. Also sonst hätte ich Ratau nicht geopfert. Aber ich wollte diese Anhängerform halt auch noch haben. Nice, und ich kann mir wieder ein neues Cape holen, was ich da nicht anziehe. Jetzt ist halt die Frage, ich könnte halt jetzt noch weitere Anhänger opfern. Ich weiß aber nicht, wie viele der insgesamt will. Wahrscheinlich 4. Okay, ich warte. Was ist denn das eigentlich? Hier vertrauen wir den Göttern unser kostbares Gold an. Manchmal geben sie uns in ihrer Güte mehr davon zurück, doch bisweilen ist es verloren. Aber es steht uns einfachen Sterblichen nicht zu, das zu hinterfragen. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Aber um einen solchen Dienst in Anspruch zu nehmen, verlangt unsere Gemeinschaft eine, nennen wir es Spende. Für jemanden mit deinen Talenten sagen wir 10 Goldbarren. Nun gut. So, hier wird weiter fleißig. Das kann ich essen. Gleich, dann nehme ich so ein Herzkrieger. Das Gold kann ich mir holen. Okay, gut. Dann steht ja jetzt mein Ziel erstmal fest. Ey. Was? Nein. Weg. Die Spinne umbringen. So. Breno hat ein hohes Alter erreicht. Okay. So, guck mal, Schnuffelchen, da bist du schon wieder direkt von der Mission. Mit Knochen zurück. Ah, kannst du pennen gehen. So, Mann, jetzt will ich aber unbedingt neue Anhänger haben. Ah ne, ich müsste mal... Wie steht's denn mit dem Hunger? Ich koche erst mal wieder was. Ich glaube, wenn ich jetzt Grasmahlzeiten mache, das dürfte jetzt erstmal reichen. Nein. Ich
Die müsste ich wieder auffüllen. Steht sie drüben? Ja, kann ich auch noch ein bisschen was reinbuttern. Dünger ist noch voll. Okay. So, genau. Ich wollte zu dem Angler-Dude, weil der eine... Da. Weil der eine meinte halt, ich soll... hier habe ich ja auch noch Zeug. Feuere ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Okay, kann ich auch noch holen. Was haben wir hier noch? Am Tage erhöht sich der Schaden um 20%. Gut. Okay, damit hätte ich das. Ja, der Leuchtturm, der brennt wieder. Nee, aber ich wollte angeln. Weil dieser eine Dude gesagt hat, ich soll fischen und da würde ich dann wahrscheinlich sein Herz kriegen oder auf jeden Fall würde ich irgendwas kriegen. Woraufhin er sie, also seine große Liebe, wiedersehen kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also ist jetzt nur geraten. Das mit dem einen Dämon habe ich auch nur durch Zufall rausgekriegt. Ich würde halt auch gerne mal googeln, wie ich noch diesen Stern und den Axolotl-Anhänger kriege. Das Ritual kann es auf jeden Fall nicht sein. Gerade bei dem kann es ja auch sein, dass ich das nicht habe. Das kann mir das Spiel quasi nicht vorschreiben. Kann natürlich auch sein, dass er meint, ich soll in den Ankertiefen irgendwas machen. Okay, also hier habe ich jetzt schon mal nichts weiter gefunden. Hier wäre noch halt so ein Boot, wo ich nichts machen kann. Ah ja, Kasu, wo wir gerade bei dem Thema vorhin waren, ne, Sprache. Dann hört ihr mal den Typen an. Oh, Land ist nichts, darf ich ja wenn es mal will, wer suchen. Der Leuchtturm ist buffeling Zustand. Wir müssen die Kristalle ersetzen, die das Licht aus dem Meer hinaus reflektieren. Würdest du, könntest du Materialien dieser Art für uns finden? Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen, aber solltest du Erfolg haben, bringen wir dir im Gegenzug ein Opfer da. Okay, Kristalle habe ich jetzt grundsätzlich. Bring uns Lichter, ich bringe... Also Kristalle habe ich. Führe uns mächtiges... Ja. Ich hab Kristalle. Okay, sieht so aus, als müsste ich in die Ankertiefen. Also ist jetzt einfach nur so geraten. Ja, Faktensteinmine ist auch weg. Gleich mal ersetzen. Ja.
Und er hat noch eine Quest. Kleine Sekunde, ich muss erstmal all euer Geld einsammeln. Oh, doch kein Quest mehr. Weil Nacht ist. Ah, Tari ist zurück. Nice. Fleisch. So. Gut, ich werde die Alten jetzt dieses Mal also nicht opfern. Das werde ich dann in der Midas-Höhle machen. Ich finde die Dekoration so geil. Oh, stimmt, das könnte ich immer machen. Das Ding einfach mal hier so direkt am Eingang platzieren. Obwohl das eigentlich... Ich könnte den hier mal woanders platzieren. Nee, jetzt habe ich den abgerissen, ne? Scheiße. Ah, nee, weil, ich weiß, ich mach die Dinger hier hin. So, das Teil hier so dazwischen. Das Teil hier hin. So. Okay. Dann das Teil hier so ein bisschen weiter runter. Genau. Dagegen kann ich gerade nichts machen. So, und dann kann ich nämlich den hier hochstellen. So richtig gleich in den Eingang rein. So, Dekorationen. Dann habe ich ja jetzt hier die neu gekauften Sachen. Das gut aus. Sekunde, ich mache erstmal die Fackeln. Spinnenfackel, genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das dürfte schon reichen, oder? Die Säule brauche ich doch nicht unbedingt. Das hier muss mal weg. Wer kommt denn jetzt mal mit mir mit in die Ankertiefen? Du erhältst mehr Eifer. Tari. Tari kann auf jeden Fall mal mitkommen. So. Dann... Ja, Markus? Für mehr Nahkampfschaden. Und natürlich, wo haben wir hier? Ja, komm hier. Hanano. So. Unsere 3D-Mühlenchen. Hier muss ich natürlich jetzt... Okay, hier muss ich jetzt natürlich Gold in Auftrag geben. Und davon brauchen wir da ganz, ganz viel.
So, wenn ich wiederkomme, ist ja alles fertig gebaut, ja? Also, Sekunde. Das erhöht nämlich auch den Glauben und was kochen müsste ich mal noch für die. Die werden wohl mal einen Tag ohne Predigt auskommen. Nun, wir haben Vampirschwert. Oh Gott. Und den Schwur der Krone. Ich hab mal geschaut wegen dem Sternanhänger. Aber ob ich das richtig verstanden habe? Keine Ahnung. Okay, sag einfach mal. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie man den kriegen kann. Wäre halt noch die Möglichkeit der Midas-Dings, ne, der Dude. Dass der mir noch irgendwas gibt, aber das Axolotl weiß ich nicht. In dem goldenen Raum rechts hinten in den Goldhaufen soll was zum Benutzen liegen, okay? Können wir dann mal machen, wenn ich hier durch bin. Das Herz. Höchstens hier. Und wir müssen erstmal hier hingehen. Da hole ich mir meinen Anhänger. Das Knacken ihrer kleinen Knochen. Ja. Dann holen wir uns hier auch noch einen Anhänger.
Ja, dann noch mehr, na klar. Zum Glück habe ich den einen dabei, der mich heilen kann. Ich will mein Gift wieder. Jetzt. Ach lol, jetzt sehe ich diese Dinger erst. Heißt das etwa, diese Steine da stehen für die einzelnen Wellen? Ich glaube, das habe ich jetzt erst gesehen, dass hier diese vier roten Punkte sind. Oh. Ah, ja. Who's not a bugger here? Hallo da, Kreuzfahrer. Falls du es ohne einen Kratzer durch die nächsten paar Kampfräume schaffst, also ohne Schaden zu nehmen, zaubere ich dir eine Blume herbei. Aber wenn du versagst, dann gibt es für dich nichts. Ja. Jap, 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 jap. Ich gebe mein Bestes, aber ich fürchte, das wird hier nichts. Okay. Ha! Sehr schön. Ich dachte, ich werde hier geheilt. Ich habe bisher noch eine Tarotkarte. Ich auch gerade. Kein Wunder, dass hier nichts wird. Oh! Na, du bist ja wohl was ganz Besonderes, wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was solltest du bekommen? Ich denke, das hier ist eine ordentliche Belohnung. Wow, eine Naturhalskette, danke. Hast du ja aus dem Souvenirshop. Oh, Eifer wird immer wieder hergestellt, das ist natürlich sehr nice. Ich bin jetzt gerade ein kleines bisschen vorsichtiger geworden. Vampir-Panzerhandschuhe machen mehr Schaden, sind aber langsamer. Ruf der Krone. Mehr Schaden wäre eigentlich gut. Weil die Dinger hier machen. Also das Schwert macht schon echt wenig gerade. Schade, ich habe gedacht, wenn ich den besitze, dann heilt er mich vielleicht. Dann könnte, glaube ich, theoretisch gesehen... Ich
theoretisch gesehen der Axolotl-Anhänger, glaube ich, bei Soso sein, weil da habe ich, glaube ich, auch noch keinen Anhänger gekriegt. Weil die Krabbe habe ich zum Beispiel bekommen, als ich hier bei diesem Seemann war. Da war die einfach so auf dem Boden. Ja. Na, warum habe ich nicht jetzt Schaden gekriegt? Einfach nur, weil ich gegen ihn gelaufen bin. Der hatte seine... Mann, der hatte seine Stacheln doch noch gar nicht rausgeholt. Und der Hammer, den nehme ich mit. Hammer. Nee, doch. Ist der Tarotkartenmensch. Beziehungsweise Vogel. 20% Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Ich ein Gegner töte. Ja, liebend gern. Mein theoretisch kann ich hier auch raus, ne? Ist doch keine Belohnung. Hier kriege ich auch noch ein krankes Herz. Ah, nee, komm. Ich versuch's schon. Salios, ich glaube, das könnte der nochmal. Au! Ja, Gott, nein. So, jetzt sehe ich den Pfeil auch erstmal. Stirb! Jawohl, oh Gott, wie verprügelt mein Schaf schon aussah. So, Blumenkohl oder Blumenkohlsamen? Ich nehme Blumenkohlsamen. Oh Gott, und bin froh, dass ich durchgekommen bin. Okay, also das war es schon mal nicht, was ich dachte. Ich habe auf jeden Fall ein paar Kristalldinger gekriegt. Das passt schon mal grundsätzlich. Oh, was? Dass du jetzt hier. Du hast Ratau also den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Dein verräterischer Opportunismus hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ratau war ein angemessener Diener, aber es fehlte ihm die Rücksichtslosigkeit, die du so gewandt bewiesen hast. Er ist von seinem Amt zurückgetreten, nachdem er einen Handel abgeschlossen hatte, der zur Opferung eines Anhängers führte. Er war schwach und hat zugelassen, dass mein Tempel verfallen konnte. Wie ich sehe, ist das kein Problem, das du teilst. Ich habe Ratau ausgesandt, um dir zu helfen, aber das erfreut mich sehr. Ein großartiges Gefäß macht sich den Willen seines Meisters zu eigen. Sehr gut gemacht. Fühlt sich irgendwie anders an, wenn man Lob fürs Böse sein kriegt. So. Erstmal wieder ein bisschen kochen. Vielleicht kann ich mir so viel Beeren und Gemüse und so Zeug, ne? Fischmahlzeit, bisschen Fleisch. Ich finde es ja schon mal gut, dass die hier nicht irgendwie sowas gemacht haben wie, keine Ahnung, wenn du halt jetzt meinetwegen einen Katzenanhänger hast, dann braucht er halt auch Fleisch, ne? Weil Katzen halt Fleischfresser sind und so.
Oh, Neveth ist da. Und hat Stein mit dabei. Und kann auch schlafen gehen. So. Oh je. Die sind halt immer super erschöpft, wenn die, Hallo, schlafen. Oh, Susi kann aufsteigen. Sehr schön. Da oben sind auch Materialien, die ich gesehen habe, also Gold. Schlafen gehen. So, die nehme ich mit. Damit haben wir ja nämlich jetzt auch schon mal genug für die Midas-Höhle. Hier kann ich ein bisschen Saatgut hinterlegen. Oh. Eine weitere Mission. Was ist es? Blumen aus dem Düsterholz-Dungeon. Gut von mir aus. So, oh ja, das sieht schön aus. Wer würde denn hier auf die Idee kommen, dass hier böse Dinge geschehen? So. Ich brauche erst geweihtes Holz für. Okay, könnt ihr kriegen. Na komm, schön weiter Goldwein. Wer weiß, wie viel man da noch braucht in dieser Mietershöhle. Gut, dann gehe ich jetzt mal dahin. Mal gucken, ob da wirklich dieser Sternanhänger ist. So, hier irgendwo hier hinten soll was zum Benutzen liegen. Aufheben! Oh! Nice! Okay, Sternanhänger. Schön. So, mal gucken. Wir haben doch bestimmt wieder einen alten, den wir opfern können. Ja, genau. Berino kann geopfert werden. Eine weitere Ergänzung für meine Galerie. Wie wunderbar. Ich habe noch ein paar mehr davon, falls du mir helfen willst, meine Sammlung zu vergrößern. Hoho. So. Das könnte ich kaufen. Ich habe ja 20, aber erstmal will ich hier die reinschmeißen. Du bist so großzügig. Ich hätte die Hälfte davon akzeptiert. Du bist wirklich nicht gut im Verhandeln, oder? Der Brunnen steht dir zur Verfügung, wenn du ihn so oft es dir beliebt. Möge das Glück dir hold sein. Ach, okay, das funktioniert wie diese Statue. Okay, jetzt kann ich hier... Die Götter der Goldmünzen ziehen dein Opfer in Erwägung. Sie kommen in 3 Tagen zurück. Kann ich jetzt noch die Karte holen? Dann kann ich quasi einmal sterben. Okay, und die brauchen ja auch Goldbarren und das wird... LOL. Schädelhaufen. Spinnennetz-Kronenskulptur. Und Spinnenlaterne. Auf jeden Fall, Taril Neptu hat ein hohes Alter erreicht. Na gut, dann weiß ich ja jetzt schon, was hier passiert. Ah nee, Quatsch, der ist da noch gar nicht. Okay. Egal. Einmal zurück kurz. So, ich muss nämlich mal hier in die Kirche. Ey, die sind hier schon wieder, ne? Sind hier schon wieder teilweise hungrig. So, erstmal immer Predigt. Kommt mal alle ran. Aber Taril hole ich dann auf jeden Fall wieder per Wiederbelebung.
So, dann kann ich mir einen neuen Umhang holen. Holen wir uns mal den hier. Fließ der Schicksale. Das sieht halt auch richtig gut aus, ne? Neben das Weiße mit dem roten Stern. Und dann fehlt uns nur noch das eine hier, das Fließ der Glaskanone. Aber die meisten, ich weiß auch nicht, das ist mir halt so... Also eigentlich ist es das nicht wert. So, okay, da ihr jetzt alle eh schon wieder Hunger habt, ihr aber keinen Bock habt zum Kochen, machen wir jetzt einfach mal fix fest mal hier. Nom 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 nom, fragt mich bloß nicht, wo das Fleisch und der Fisch herkommen. Oh, da kann jemand aufsteigen. Nee, halt, Nevef. Dann würde ich jetzt mal ganz schnell zu Sozo gucken. Nee, halt, dann muss ich ja hier hin. Weil die Krabbe habe ich, weil ich hier eine Krabbe gefunden habe. Hier haben wir jetzt den Stern her. Ich weiß nicht, ob ich hier mal was her hatte. Hier habe ich, glaube ich, die Fischform bekommen. Vom Angeln. Und da kann eigentlich nur noch bei Sozo dann irgendwas sein. Wenn hier noch irgendwas ist. Mal rumlaufen. Oh ja, da hinten! Nee. Das ist nur ein Glas mit Pilzen, glaube ich. Oh lol, Sozo ist hier komplett... Ohne dich würde Sozo nie in der Lage sein, so viel auf einmal zu erwerben. Sozo kann kaum abwarten, zu sehen, was passiert. Ihr hört das auch, ne? Oh, aber hier bekomme ich auch was. Ein kleiner Pilz. Gut. Okay, aber ich hatte also nur halb Unrecht. Man bekommt das hier. Okay, alles klar. Wenn man das Axolotl da bekommt, dann bitte. Ich hab den. Wie gesagt, ich hab hier. Gnädiges Lamm, du hast diesen Ort erneut zu strahlender Pracht verholfen. Weil ich geschworen habe, hier und so, falls Gegenleistung. Preise des Damolandes nichts! Das war jetzt der letzte, ja, das war der letzte Anhänger. Ihr habt es nicht gesehen, weil meine Kamera drüber ist, aber das war jetzt der Erfolg. Nice, alle Anhängerformen. Hey, ich will zurück zu meinem Kult, Leute. Denn ich habe Anhänger zu rekrutieren. Oh Gott. Okay, wir haben jede Menge Anhänger hier, aber sowas von viele. Einmal hier. Nabre. Nee, pass auf, dich nenne ich jetzt. Nee. Du bist jetzt Patrick und darfst dreimal raten, was du bist. So, es gibt so eine Variante. Einmal hier mit so einem Kreuz. Ich nehme mal die Variante. Nein, nicht zufällig. Nein, hier ist Patrick. So. So, Patrick geht mal
Eigentlich kannst du ihm ja gar nichts anvertrauen, ne? Patrick geht beten. So. Okay, und wo wir gerade dabei sind, Gary. Ja, wird, glaube ich, mit nur einem. Ach, egal, bei mir wird mit zwei. Ja. Ich weiß nicht, wie wird denn Gary von SpongeBob geschrieben? Mit einem R oder zwei R? Ach, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall hier, Schneckchen. Ja, nehmen wir das. Das sieht schön aus. Gary ist blau, ne? Ja, Gary ist blau. Oh Gott. Kränklich, keimphobiger, also auf gar keinen Fall krank werden. Es wird schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Nice, sollen wir jetzt noch einen Schwamm kriegen? Okay, du gehst mal. Du machst noch Farmarbeit. So, das war's erstmal. Leider noch kein Wolf. Das würde ich dann gerne noch gleich noch machen. Und ein Achsenlörtel. Zwei Anhänger brauche ich noch. Ich gehe jetzt erstmal Tariel opfern. Beziehungsweise. Das ist, ob ich schon wieder langsam Hunger kriegen hier. Deswegen lasse ich mal noch ein bisschen was zu essen da. Jetzt hauen wir Taril ins Goldbad. Kennst du Goldbad, den Piraten? Nee. Wie war denn das? Was war denn Sindbad? Nee, Sindbad war kein Pirat. Was war denn Sindbad? Sindbad? Nee. Die 40 Räuber war Alibaba? Oh Gott. Oh, dieser hier ist besonders gut geraten. Das hat sich zu einer höchst zufriedenstellenden Vereinbarung entwickelt. Ja, würde ich auch sagen. Komm in zwei Tagen zurück. Hallo? So. Guti, wie spät haben wir es denn? Ach du Gott, es ist ja erst 10:30. Warum vergeht die Zeit heute so langsam? Letzte Mal, die letzten paar Streams war es so gefühlt schnuppdiwupp um 11. So. Gut, hier bei euch ist also okay, ne? Nee, hä, was mit Krankheit hier? So, wahrscheinlich, weil die Klos voll sind. Nee, die Klos sind nicht voll. Was ist drüben ein Klo voll? Hier drüben ist ein Klo voll. Immer noch in meinen Augen die beste Toilette aller Zeiten. Hier sind mit den Knochen. Das hier noch gut platzieren. So. Okay. Ah ja. Hier müssen wir noch mit. So, dann brauchen wir ein paar Dämonen. Nee. Gilda. Einmal zum Heilen. So, dann brauche ich noch so eine Vesta. Seid ihr alle nicht das, was ich will? Hier, komm, Bruce, du kommst mit.
Ja, komm, mehr Anhänger müssen wir jetzt hier nicht belasten. Ist ja schließlich nur der Wald. Sagte er, und jetzt wird er komplett auseinandergerissen. Ah, ja, genau. Okay, Gegner leiden Schaden, immun gegen Gift, Bonusressourcen und mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, schade, ich dachte, ich kann mir aussuchen, welche vier. Das wäre natürlich ein bisschen OP. Wenn es halt sagen, komm, ich nehme die Axt und dann nehme ich nur Angriffstempo oder so. Weil da gibt es halt schon einige, die sind besser. Da habe ich ihn gerade geglitscht. Der war gerade ein bisschen geglitscht. Das ist aber halt auch irgendwie geil mit dem Gegner Schaden nehmen, wenn ich gegenroll. Oh, schon vorbei. Halt. Nice, Schädelkette. Schädelkette ist sehr gut. Ich weiß auch schon, wie ich den Wolf nenne. Und das. Ja, das Axolotl eigentlich auch. So, okay. Hier haben wir auf jeden Fall einen Anhänger. Den zweiten kann ich mir kaufen. Das ist dann kein Problem. Hallöle. Hier sehe ich das jetzt auch erst. Mal drauf achten. Nee. Doch, hier unten. Da sind diese Steine. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Erst vorhin. Also habe ich hier drei Wellen. Nice. Achso, ja, stimmt, ich muss ja retten. Wupsi! So, jetzt gibt's hier Essen. Da gehe ich zum Fragezeichen. So, schön Bären. Ah, er wieder. Hallo, da Kreuzfahrer. Falls du es ohne eine. Oh Mann, ey, warum immer ohne Schaden? Das ist halt deswegen so nervig, weil ich halt. Normalerweise mache ich es halt extra bewusst risky manchmal, dass ich sage, okay, ich. Ja. Ich sage, okay, ich opfere jetzt bereitwillig ein Herz, Nekromantendolch. Ja, ich nehme Nekromantendolch. Ich opfere jetzt bewusst ein Herz. Hallo? Ah, ich habe keinen Eifer. Sag das doch mal einer. Wenn ich mir aussuchen könnte, welche vier Tarotkarten ich am Anfang bekomme, dann würde ich immer
dann wirst du in jedem Falle immer den Dings nehmen. Dass du, wenn du neu in den Raum kommst. Dass sich da der Eifer auflädt. Okay, ich nehme das kleine Geschenk. Kann ich mich bei jemandem einschleimen. So. Habe ich schon genügend Blumen? Ich habe nicht genügend Blumen. Na gut, ich gehe aber trotzdem raus. Ich will ein anderes Cape, ich mag das nicht. Ich mag mein altes, ich will mein altes wieder haben. Wo ich jedes Mal, wenn ich eine Tarotkarte bekomme, bekomme ich dann ein krankes Herz. Gut hier, kochen muss ich wieder, ne? So, vier Blümchen bräuchte ich da auch noch. Oh, und wir haben wieder einen alten, den ich opfern kann. Yay! Sehr ich mich da freue. So, und zwar nennen wir den natürlich Geralt, den Wolf. Wie denn sonst? Und lass ich gleich so. So. Ein Wolfsanhänger, sehr schön. Und du darfst Holz hacken gehen. So, dann gehe ich mal noch hier hoch und kaufe mir noch eine Anhängerin. Dijon? Freue dich über deine Freiheit, du wirst nicht vom Spinnenmann gefressen. Ist sie nicht dann auf einmal? Ich esse die gar nicht, Junge. Obwohl ich könnte. Ich hätte auch Kannibalismus hier nehmen können. So. Und die nennen wir Franzi. Wer die nicht kennt, das ist die von der Axolotl Army. Auch Streamerin. Die ich sehr mag. Guck da gerne mal zu, ab und zu mal zu. Hier, das ist eine geile Farbkombi. Ich nehme das ja mit der Bemalung. So. Nice, und damit hatte ich jetzt jeden Anhänger mindestens einmal in der Gruppe hier. Du kannst beten. Sehr schön. So, jetzt muss ich ganz schnell zur Midas-Höhle. Nein! Nicht zur Sprung, Gott, ist er hier. Komm in einem Tag wieder, gerne. Okay, die Spinnenlaterne. Die würde ich tatsächlich auch gleich aufstellen. Schädelhaufen. Ich glaube, da ersetze ich dann gleich mal diese Spinnenlaterne damit. Und die Seidenliege, die Spinnennetzskulptur der roten Krone. So, und ich glaube, das dürfte hier auch der letzte sein, ne? So, Markus, du musst leider gehen.
Sehr schön. Prächtig! Bravo, bravo! Leider ist dies das letzte Stück, das ich habe. Danke, dass du mir hilfst, meine Sammlung hier zu vergrößern. Du bist in der Tat ein sehr großzügiges und gütiges Lamm. Ich weiß. Und das letzte, was da noch fehlt, ist dann eben das eine von dem Plimbo hier. Aber das kann ich eben erst machen, wenn der Dude tot ist. Der Spinnendude. Nein. So, jetzt hole ich noch Taril wieder. Und andere mein Cape. Und dann können wir ja los. Oh, er ist erschöpft. Geh du mal pennen. Auch wenn du eigentlich gar nicht pennen musst. So, da können sie früh gleich mal was essen. Muss ich hier noch was machen? Theoretisch gesehen könnte ich ja hier mal noch was bauen, ne? Aber da brauche ich auch wieder Gold für. Eieiei. Man hört einfach aus den Lautsprechern das Schaf mähen. Gold, ey, wenn du am Anfang mal gedacht hättest, dass du mal so viel hast, ne? Auf jeden Fall die Kürbisse und die Beeren auch. Brennt das hier? Lol. Hier wird auch Hingabe gesammelt an dem Teil. Gibt es auch irgendwas, wo keine Hingabe gesammelt wird? Nicht? Achso, jetzt fehlt hier wieder Holz. Aber das Teil kann ich bauen. Dann würde ich sagen, machen wir das hier weg. Und machen wir stattdessen Holz. Dann gehe ich jetzt. Ich warte jetzt mal, bis der nächste Tag beginnt. Patino hat ein hohes Alter erreicht. Schade. Aber egal. So, erstmal bitte alle zur Predigt zusammenkommen. Bevor ihr hier füttern geht. So, das ist eine ganz schöne Truppe geworden. So, Kinder, erstmal holen wir jemanden wieder. Einen verstorbenen Bruder, den wir alle sehr vermissen. So, wo ist er? Müsste hier ganz unten sein. Oh, kann die. Lol, den kriege ich gar nicht wieder. Ich krieg also keine wieder, die ich dafür geopfert habe. Na gut, okay, dann hole ich ihm einfach Susa wieder. Oder Feili. Ich hole Feili wieder. Susa ist schon oft genug wiederbelebt worden. So. Und da ihr alle jetzt Glauben verloren habt und da wir es ja alle hier so mögen, wenn Leute dann auch wieder geopfert werden, wird natürlich Patino geopfert. Patino tritt in den Kreis. So. Okay, Festmahl können wir noch nicht wieder. Ah, von daher, was soll's. Okay.
Das war's. Dankeschön. Dürft jetzt gerne alle wieder nach Hause. Beziehungsweise zurück an die Arbeit. Ich mach mal ein paar Fleischmahlzeiten. So. Okay, jetzt dürfte keiner mehr hungrig sein. Wir haben aber einen Erschöpften noch. Oh. Und einen, der aufsteigen kann. Gut, gut. Ich nehme einen Dämon mit. Gary, nein. Nee. Ich will eigentlich lieber was haben, was offensiver ist. Hier, Jab Jolly. Da, Phonix. Achso, ja, hier. Ich wollte ja bauen. Sekunde, muss ich erstmal die hier entfernen, natürlich. Wer hat nicht gerne Spinnenweben über wucherte Laternen bei sich zu Hause? Genau. Deswegen mache ich die hier weg. Zwei solche Säulen hier hin. Und das hier ist dann die Trophäe. Ich sehe, was hier noch fehlt an Deko. So. Ja. Sieht sehr einladend aus, würde ich sagen. Baut, meine kleinen Lämmchen. Und du legst dich mal hin. So. Sehr schick. Jetzt sieht sie auch richtig schön satanisch aus. Okay. Susi hat an einem Grab getrauert. Einmal mehr ins Düsterholz, denn wir brauchen noch ein paar Blümelis. Und dann sollte es auch langsam soweit sein. Achso, ich habe den Umhang wieder nicht gewechselt. Leichen der Gegner explodieren Bonusressourcen. Beim Treffer kommt E-Core und 10% beim Töten eines Gegners Herz zu erhalten. Das ist natürlich aber auch, finde ich. Eigentlich ist es auch recht interessant, ne? So, du bekommst halt was, du bekommst halt ein paar zufällige Boni und damit musst du jetzt halt klarkommen. Lol. Das explodierende Gegner finde ich aber schon mal ganz geil. Hier kann ich Lebensenergie opfern. Mach ich auch mal. Und ich bekomme... Oh, blaue Herzen. Ist ja nicht so, dass man nicht so noch ein paar
Boni weg. Ja, okay, alles klar, dann haben wir das jetzt. Ja. Aber ich bekomme da keinen Schaden durch, ne? Nee. Oh, noch eine Schädelhalskette. So, hier gibt es einen Anhänger. Ja, machen wir gerne. Ach, das ist das Ding, was dann Geister beschwört. Das ebenso wenig leiden kann. Ist aber auch ein kleines bisschen Glück, ne? Dass das Skelett, was explodiert, dann genau bei einem Gegner landet. So. Ab mit dir in den Colt. Und ich glaube, hier sind Gegner stärker. Gegner hinterlassen Gift, ja, aber dafür doppeltes Gold. Obwohl, ich kann eigentlich auch schon wieder zurück, ne? Ich brauche eigentlich nichts weiter hier. Okay, ich bekomme ein bisschen weniger. Aber das ist egal. Das passt schon. Ich brauche halt nur die Blume. Gold einsammeln, ich bin reich. Reich. Wo ist Gilda? Okay, du musst mal pennen gehen hier. Wo ist der Dude? Hallo, da. Ja. Toll, ne? Ich weiß. Okay, was wollte ich bauen? Genau, das Ding hier noch. Oh Gott, brauche ich auch noch mehr Holz. So, ja nun, dann koche ich noch mal was und dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins in die Seidenwiege. Machen da mal ein bisschen voran. Kann ich mal noch jemanden auf Mission schicken, dass wir ein bisschen Fleisch haben, dass wir auch mal wieder was anderes zu essen kriegen hier. Okay, bei ihm weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie ich den nennen soll, deswegen nennen wir ihn einfach... keine Ahnung. Anaon. Oder Merti. Julgre. Nee. Alter, die Namen sind so kacke, Anti. ich weiß es doch auch nicht mehr. Jetzt hier ist doch alles jetzt. Wir haben ja keinen Taril mehr, ne? Also Taril Neptu ist ja komplett raus, deswegen mache ich jetzt einfach ihn hier nochmal. So.
So, ist er wieder. Da! Er kann beten und er bekommt auch direkt die Schädelhalskette. So, dann schicke ich Leute. Ne, Jab Jolly. Ja, hier. Kannst du dich nochmal ein bisschen Fleisch holen gehen? Dein blutigen Horn. Gilda genauso. Auf. Oh, ich habe ein Bett zu wenig. Auf einmal. Okay, habe ich doch zu viele Leute aufgenommen. Susi bleibt da. Nelly zweite. Ja, Nelly, du gehst los. Auf geht's. Hab ich doch jemanden. Okay, gut. Dann kann ich ja einen loswerden. Bin hier ein Bett zu wenig da. Ist, aber wen will ich mal loswerden? Ach komm, wird schon früh genug einer. Was ist denn das? So, die Falle. Und da gibt's Fleisch, ja, nice. Fahre hier am Pen. Er hier, ne? Eigentlich Sparkles bräuchte ich nicht unbedingt. Das war einfach nur mal so ein Dings. Na gut, okay, warten wir ab, was der nächste Tag losgeht. Ich mach schon mal ein bisschen Gras hier vor. Die Hungrigen dann. Ich frage mich, ob hier Mahlzeiten dann auch verbrennen, verderben können mit der Zeit. Auf jeden Fall ist jetzt hier genug Geld da. Po-Kopf hat ein hohes Alter erreicht. Okay. Dann weiß ich ja, hier wäre jetzt gleich verreckt. Kommt alle her zur Predigt. Ja, auch der alte Langsame. Oh lol, es ist noch auf Abklingzeit und das auch. Okay, gut, dann dann vergesst, dass ich was gesagt habe und geht mal wieder zurück an die Arbeit. Beziehungsweise ich könnte auch einfach mal noch, nee, das, achso ja, das auf jeden Fall. Ich könnte auch einfach mal den Glauben einfrieren, dann kann ich Po-Kopf direkt am helllichten Tag ausknipsen, ohne dass was passiert. Das machen wir einfach mal. So, Leute! Eure tägliche Dosis Medizin. Nice. Okay, alle wieder heim. Wellen des Tempels getötet. Du hast ihn am helllichten Tage ermordet. Tja, zu schade, ne? Aber momentan sind eh alle unter Drogen. Das habt ihr euch nur eingebildet. Ich hab hier niemanden getötet am helllichten Tage. Selbst die Extragräber sind inzwischen schon voll. So. Ach, ihr wisst doch, wie es bei uns ist. Die Gräber bleiben doch eh nie lange voll. Kommt immer mal wieder jemand zurück. So. Schöne volle Friedhof. Okay, ich hole mal noch ein paar Dämonen ran und dann machen wir mal hier noch weiter, dass hier mal noch was passiert. Anfängliche Zahl von Herzen erhöht sich. Okay, können wir mal machen. So, dann brauchen wir, ja, Kasu kann mitkommen. Auch er wird zu einem Dämon.
Ansonsten brauche ich noch was, was angreifen kann. Zum Beispiel ihn hier. So, sehr schön, Team ist zusammengestellt. Oh. Hier kann man nirgendwo hinmachen. Wir brauchen mehr Toilettenhäuschen. Oh, zwei Toilettenhäuschen, okay. Also erstens, hier haben wir vier Toilettenhäuschen. Aber ich kann natürlich jetzt auch einfach die Dinger hier abreißen. Und kann zwei neue Toilettenhäuschen bauen, völlig sinnloserweise. Was, wieso kann ich jetzt nicht noch ein zweites bauen? Weil... Wenn hier noch Holz da ist, hier. Ist doch mal schon ein bisschen hier weiter Wein. Kriegen wir eigentlich auch nochmal Propaganda? Nee. Der ist schon wieder Saatgut ein, teilweise einer. Sehr. Rote Beete. Rechts schon wieder? Ja, für normales rechts. So. Okay. Jetzt aber mal los. Langweilen sich die Leute. In die Seidenwiege. Das ist beides Abtrünnigen, das ist doch die normale. Gott. Okay, jetzt kommen also offensichtlich auch richtig große. Buh! Hallo! Susi! Wie geht's? Du lebst noch! Erstaunlicherweise. Hey. Mein Rücken tut schon wieder weh wie sonst was. Gott, das ist so eine Erde, die Gegner hier. Haben wir sie jetzt? Hier ist ja noch einer. Gott, deswegen. Gerade was ich gerade nach Feierabend aus Langeweile gemacht habe. Aus Langeweile? Die Cult of the Lamp runtergeladen und das auch gespielt? Hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es in deinem Leben Langeweile gibt, aber wenn ich ehrlich bin. Ich hab deine Wand neu gemalt. Einfach mal so. Einfach mal so die Wand neu gemalert. Okay, alles klar. Das ist, ja, ich meine natürlich, wenn du das, Oh, halt, Moment. Ich könnte natürlich auch einfach... Ich hab doch jetzt so viel fucking Gold. Ich könnte mir auch einfach instant... Die Langeweile war auch eher sarkastisch. Ja, das würde ich auch, das würde ich auch wirklich meinen bei dir. Weil bei dir habe ich echt manchmal schon innerlich so ein bisschen geheult und habe so gedacht, oh Gott, das tut mir so leid.
wenn du manchmal erzählt hast, du. Ich hab nur 1,5 Stunden gebraucht, ja gut. Oh, wer ist das denn jetzt? Der ist ja ganz neu, lol. Eine Schnecke mit einem Zelt als Haus. Was gibt es da zu gucken? Genau, ihr Kronenträger seid alle gleich. Ihr seid nichts ohne Anhänger, die euch anbeten. Watau war anders. Er ist dich immer treu geblieben. Du wirst ihm nie das Wasser reichen. Aus dem Weg, ich muss Astragaloi spielen und Geld gewinnen. Komm und spiel gegen mich, wenn du eine echte Herausforderung willst. Okay, alles klar. Haben wir den auch gefunden, den letzten Astragaloi-Spieler. Ich kann das mal alles kaputt, was dir gehört, ne? Die Frechheit gerade eben. Aber wie gesagt, ich hätte Ratau nicht geopfert, wenn es nicht um diese Wolfs-Tor gegangen wäre. Also die Wolfs-Anhänger. Die Wand ist Teil des neuen Großprojekts, an dem ich seit 2 Wochen werkle. Des neuen Großprojekts? Also ein neues Zimmer quasi? Also renovieren oder so? Übrigens, Susi, wie findest du meine Beleuchtung? War die letztes Mal schon? Ich weiß nicht, ob ich gefragt habe. Ich habe 2 neue LED-Paneele und das eine hier drüben ist rot, deswegen bin ich ja auch so ein bisschen schön dämonisch rot angeleuchtet. So, hier gibt's Kohle. Hier gibt's eine Tarotkarte, also Kohle bräuchte ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann hast du hier oben, okay, dann könnte ich da, und dann könnte ich mir da noch eine Karte holen. Ich würde sagen, ich gehe den Weg. Wir holen uns hier eine Karte, dann hier hoch, dann da und dann darüber. Ja. Sieht nach dem Plan aus. Deine Wohnung sieht schick aus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, 10%, ja, würde ich sagen. Ich bin auch wirklich, wirklich sehr, sehr verurteilt aufgeladen. Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass alles so gut geworden ist. Oh nein, hast du es gelesen? Links. Jeff Jolly hat ein hohes Alter erreicht. Gerade sage ich noch, du bist dieses Mal nicht gestorben. Gott, hier das Spinnenskelett. Sowas würde ich mir auch gerne in hier aufs Pult stellen. Läuft gut gerade. Hier direkt noch eine Karte. Beim Abrollen Sprengsätze hinterlassen. Jawoll. Mal aufgeladen. gleich mal eine Bombe neben ihm gespawnt. So, das heißt, hier wird aufgeladen. Hier wird gar nicht aufgeladen. Oh. Ja, wieder. Gefragt. Ach so, hast du dich schon einmal gefragt, was dich erwartet, sobald deine Aufgabe erfüllt ist? Naja, er hintergeht mich und dann muss ich ihn töten, würde ich jetzt mal vermuten. Was aus dir wird? Das Lamm ist schließlich das Opfertier, zum Schlachten gezüchtet. Wenn ich dich schon nicht aufhalten kann, so kann ich dich zumindest auf das Leid vorbereiten, das dich erwartet. Er war der 5. Der 5. Bischof des alten Glaubens. Unser Bruder Narinda. Wefa, Anführer, es tut mir leid. Nein, nicht Bruce.
Musste sein. Leider. Alter, das ist schon hart. Zwei Anhänger mal eben verlieren, weil der Arsch sagt, hey, komm, ich zeig dir jetzt mal. Ah ja, grundsätzlich habe ich das natürlich kommen sehen. So, ich gehe ins Bett. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Hoffe, du hattest Spaß. Hoffe ich eigentlich immer, dass ich hier so halbwegs erholsam... Also erholsam vielleicht auch, aber unterhaltsam wollte ich jetzt eigentlich sagen. Hoffe, dass ich immer so ein kleines bisschen unterhaltsam sein kann. Ich nehme die Giftexplosion. Zum Holz. Sehr. Dann nochmal die Tarotkarte. Waffenschaden. Das war einfach noch eine Tarotkarte. Flüche verrauchen weniger Eifer. Klar, warum nicht? Easy. Das wird immer leichter. Leute, noch eine Tarotkarte da oben. Und zwar, ich weiß gerade gar nicht, was wir haben. Nochmal Schaden am Tag? Ich weiß es nicht. Ja, okay, es ist gerade Tag. Ja, jetzt kommt hier oben noch. Aber das spielt keine Rolle, weil ich fucking nochmal... Oh, Eco-Auswurf. Gegen uns Gesicht rotzen. Boah, lol. What the fuck? Hau was? Lol, ist der schnell. Aber nicht schnell genug. Oh Gott, was bist du denn? So, wir nehmen uns das Gold. Ja. So, das war der dritte Abschnitt von vier. Einer noch und wir können den letzten Bischof bekämpfen. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt direkt den schaffen werde. Ich weiß es noch nicht so ganz. Also nach allem, was ich jetzt von den Bossen gelernt habe, wird der Gift schießen können. Zusätzlich zu den normalen Projektilen. Was haben wir jetzt hier? Ich wusste, dass du es schaffst. Ach so, ja, die Toilettenhäuschen. Schon wieder vergessen gehabt. Okay, Faili ist nur da. Klar, der diente mir ja gerade als Dämon. Shalom, Baka. Hauras, bekehre mich zu deinem Kult. Okay. Ja, ich lasse dich gleich zu. Ja, Materialien raffinerieren.
Und ich brauche wieder ein bisschen Holz, dass ich diese besseren Toiletten-Dinger bauen kann. Ihr könnt mal pennen gehen. Ah ne, nicht das, sondern Gold. Sehr. Wie brauche ich denn überhaupt für die besseren Toiletten? Oh, ich habe schon was. Oh Leute, jetzt brauche ich aber Kristalle. Kann ich das zufällig hier an dem Dings? Kasu ist auch müde. Kannst auch schlafen gehen. Okay, schauen wir erstmal hier rein. Einmal eine Predigt halten. Oh je, da kommt Jeb Jolly schon reingehumpelt. Oh, guck mal. Das ist ja noch auf Cooldown. Tja. Kann ich ja noch gar nicht opfern. Nun. Allerdings ist gerade die Nacht reingebrochen. So, Malerkrepp ist was abgepopelt. Und die Kante ist perfekt geworden. Ja, sehr schön. Freut mich für dich. Da hast du schon mal was, was ich nicht habe. Skill. Das würde ich nämlich nicht alleine hinkriegen. Da bin ich, wäre ich definitiv auf Hilfe angewiesen. So, wir haben auf jeden Fall jemanden zurück. Okay. So. Ja. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass das mega satisfying war. Ich fürchte, das hier wird jetzt nicht so satisfying für dich. Und du bekommst sogar den Grabstein hier ganz vorne an der Spitze. Aber Susi ist immer noch da. Also Jeb Jolly ist tot, aber Susi ist noch da. Du bist also quasi... Du bist beides. Naja, ich habe ganz schön was gemacht jetzt seitdem... Sekunde, wen schicke ich denn mal? Ach, Kristalle kann ich halt nicht schicken, ne? Gary ist Gehirn gewaschen. Lol, gehirngewaschene Leute bringen mehr Zeug? Okay, Gary, du kannst mal kommen. Ich habe nämlich jetzt auch Patrick Star und Gary in meinem Team. Okay, hier können wir hier aufsteigen. Das kann ich immer holen. Aber keine Sorge, ich kann dich ja direkt wiederbeleben jetzt, also... Wie halt er kann. Er kann aufsteigen. So, Schnüffelchen hat ein hohes Alter erreicht. Das sind halt auch noch Gehirn gewaschen, ne? Das heißt, ich kann die jetzt auch einfach mal so killen hier. Aber ich habe halt auch keine Gruben mehr. Jetzt muss ich hier schon wieder extra Gräber ausheben. Tschüss. Nur zur Info, falls nicht klar sein sollte, was ich da mache. Normalerweise ist es so, wenn ich Leute einfach so töte, aber am helllichten Tage, dann verlieren die Glauben. Aber da die hier gerade alle noch von den Gehirnwäschepilzen Gehirn gewaschen sind... verlieren die natürlich nichts. So, wir haben uns besprochen und wir haben das Essen hier seit Bräuchten. Ein paar Fischgerichte. Oh, Levith ist krank. Bettruhe.
Okay, ein paar Fischgerichte wollt ihr. Okay, da kann ich welche kaufen. Das geht, glaube ich, jetzt gerade schneller. Der Fisch will Fisch essen, Kannibale. Der Fisch ist ein Hai, also geht das in Ordnung. Wir haben das Essen hier satt. Der hat hier mächtiges Fleischfest mal. Okay, nee, aber ihr wolltet ja köstliches Fischgericht. So. Ach, führe das Ritual des Fischens durch. Oh Gott. Ah. Guck mal, da war übrigens Ori gerade. Da. Das ist Ori. So. Oh, und da ist noch einer krank. Hätte ich nicht gesagt. Oh, warte, ich kann nicht einfach heilen. So. Unserer wunderschönen Heildingenskirchens Heilhütte. Ich gebe hier eine Kohle für Ori. Ja, Ori. Sie ist doch deine Katze, oder? Ich musste gleich dran denken, weil du ja immer gesagt hast, es ist die Tochter des Satans. Oder Tochter des Teufels. So, da. Okay, und nochmal Rituale. So, Ritual des Fischens. Das hätten wir. Was, Jab Jolly ist nicht länger ein Abweichler. Nice. So. Dann hätten wir ja das, ne? Oh, hier sind schon wieder wahrscheinlich die Toiletten voll. Ja. Kein Wunder, dass hier Leute krank geworden sind. Das hier, das ist das Einfache. Nur weil der eine, der wollte unbedingt eine... Ich brauche Kristalle, dann muss ich wieder zurück zum Dings. Man, nur wegen diesem einen Arsch. Warte mal, ich kann auch die eine da hinstellen. Ja, ich mach mal ganz kurz was. Und zwar, das Teil kann weg. Das Teil kommt drüber, dann haben wir jetzt eben nur drei Toilettenhäuschen, die kommen alle drei hier drüben hin. So, das ist einfach das Toilettendreieck hier. Schön. Ach, Kinder, und das stellen wir mal, das stelle ich mal ein bisschen außerhalb hier hin. So. Oder nee, ich mach mal diesen... Genau, Moment, ich mach diesen Bogen mal komplett weg. Mach einfach mal hier Deko. Und zwar einmal die Spinnensäule.
Der Reinigungsposten kommt mal hier rüber. So. Und dann kommt da. Zwei Spinnenfackeln hin. Und hier kommt einfach mal so ein Stein mit einer Kerze hin, würde ich. Nee, oder? So, haben wir noch was Schönes? Irgendwas, was ich noch gar nicht hier stehen habe. Kleine Pilzkerze. Kleiner Pilz. Steinerner Pilz, ne? Teilfels, ne? Was braucht denn das eigentlich? Ach, das ist so eins hier, aber das sieht meins hier opulenter aus. Puh, nö, ich würde sagen, einfach mal. Wir haben hier so ein kleiner Totenkopf mit Kerzen drauf, so. Ach ja, ich mag meinen Kult hier. Sieht alles sehr schön aus. Baue ich auch gleich mal ein bisschen mit. Dann sagen die hier einfach mal, sie haben mein Essen satt, ne? Unfassbar. Mache extra schönes gemischtes Gemüse. Also, wo ist denn der Fisch jetzt? Da ist er. Sehr. So. Der geht hier schon nicht gerne aufs Klo. Der Baum muss mal weg, der verdeckt hier die Sicht. So. Kann man da eventuell noch irgendwas hinbasteln? So einen Faden, dass es noch ein bisschen nach was mehr aussieht. Ein bisschen Heu noch dahin. Sehr schön. Also ich würde sagen, ist alles sehr gut gelungen. Hier oben sieht es ein bisschen vollgestopft aus, aber gut, okay, das ist ja auch nur wegen dem. Hier oben wird halt gearbeitet, ne? Es ist so für Stein und fürs Holz. Ja, stimmt, das wollte ich mal noch bauen. Noch so eine Falle hier auf der Seite. So, passt schon, ne? Grabstein drauf. Da auch gleich noch mit.
So. Und übrigens, guck mal, jetzt wo du wiederbelebt wurdest, ne? Jab Jolly war ja hier vorne drin, jetzt ist hier nur noch ein Loch. Und da kann tatsächlich auch kein anderer mehr rein. Das wäre jetzt nur, wenn du wieder sterben solltest, könnte ich dich da reinschmeißen nochmal. So, nun da das also abgeschlossen wurde, frage ich mich jetzt gerade, soll ich noch weitermachen und soll den Boss noch versuchen oder spare ich mir das fürs nächste Mal auf? Ich werde nämlich auch am Sonntag nochmal streamen. Morgen nicht, morgen feiere ich Geburtstag. Verspätet quasi, weil ich an meinem tatsächlichen Geburtstag keine Zeit hatte. Würde ich tatsächlich sogar sagen. Ja. Da haben wir auch Obdidos zurück. Nelly auch. Gott sei Dank, sagt mir bitte, dass ihr es jetzt geschafft habt hier. Und jetzt verreckt werden alle. Jetzt auch geschafft. So. Okay. Na, das ist doch jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, um den Stream zu beenden. So, beziehungsweise für YouTube. Hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein! So, was jetzt hier angeht, einmal Speichern.